Herzlich willkommen. Bist du ready? We Love MMA. Bald ist es soweit, dann haben wir We Love MMA in Hamburg. Im Titelkampf steht Daniel Maken. Daniel, grüß dich, wie geht's? Servus, mir geht's sehr gut, dankeschön. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Mir geht's auch gut, aber hier soll's ja nicht um mich gehen, sondern du stehst im Käfig. Und zwar bei We Love MMA 68 am 25.11. in der Barclays Card Arena in Hamburg. Oder Barclay Arena war das, glaube ich. Ja, Daniel, genau. Wie läuft's? Wie laufen die Vorbereitungen? Sehr gut. Also wie gesagt, wie immer, wir bereiten uns immer gut und akribisch vor auf jeden Kampf und auch auf die Gegner und viel trainiert. Ich war dieses Mal auch des Öfteren in Frankfurt gewesen, habe da mit einigen guten Jungs trainiert, die auch bei UAE Warriors, glaube ich, ist das in Dubai, die Organisation auch kämpfen. Es waren zwei Jungs. Grüße gehen auch raus an euch Jungs. Auf jeden Fall, da war ich ein bisschen und ja, sonst, wir haben einiges geändert. Ich habe einen neuen Strength and Conditioning Coach am Start, mit dem ich viel gearbeitet habe. Wir haben ein bisschen an der Kraft gearbeitet und am Kraftniveau und an der Ausdauer, an der Cardio. Also wir haben sonst ein paar Regler bewegt und ein paar Hebel bewegt, ein paar Sachen anders zu machen, damit die Performance besser wird. Und ich fühle mich auf jeden Fall nicht wie 38, sondern eher wie 28, wenn ich ehrlich bin. Also bisher die beste Form, in der ich jetzt hier war. Und das werdet ihr Samstag auch sehen. Ich wollte eh fragen, was ist denn dein Geheimnis? Du bist ja wie so ein Wein, ne? Du musstest da einfach... Ja, das stimmt. Ich meine, du hast... Wir haben die Flasche gedreht. Ja. Verstehst du? Das ist das Geheimnis im Weinschrank. Dreh die Flasche. Die lag zu viel auf links immer. Nein, wir haben einige Sachen geändert, einige Regler geändert und einiges am Trainingskonzept. Und ich bin auch ganz ehrlich, durch die Corona-Zeit, wo viele also wirklich gar nicht trainiert haben und bei vielen Leuten oder vielen Sportlern, auch Kameraden und auch Leuten, die ich von anderen Gyms kenne, wo wirklich Essig war, habe ich mir tatsächlich auf dem Dachboden ein Home-Gym eingerichtet. Wir haben im Kollektiv da mit ein paar guten Jungs trainiert und haben uns dann getroffen, verabredet, auch aus anderen Kampfsportschulen in Hannover. Wir haben uns viel connected. Und in der Zeit habe ich echt viel mitgenommen und auch permanent trainiert, wo andere dann gesagt haben, ach scheiß jetzt drauf, es ist ja alles zu. Aber die Corona-Zeit hat mich persönlich vorangebracht und ich denke, das haben jetzt auch alle gesehen bisher, was die letzten Male los war. Es waren alles Early Finishes von Submission zu Ground and Pound, TKOs und Stoppages und deswegen. Und ich werde für Samstag alles daran setzen, dass es genauso wieder läuft. Da frage ich mich, ich meine, schau mal, du hast letztes Jahr einmal gekämpft, hast gewonnen, dieses Jahr zweimal oder es wird jetzt dein dritter Fight. Genau. Das ist so eine Sache, die interessiert mich persönlich. Fragst du dich manchmal auch, ach, hätte ich doch früher. So, als hätte ich, so, ach, hätte ich doch früher. Ja, ja, 100%, aber du musst sehen, komm, ich bin 38, wo ich dann angefangen habe mit dem MMA-Sport und mich dafür zu interessieren, außerhalb des Thai-Boxen, da gab es noch diesen Mainstream. Jetzt, du kannst ja MMA sogar im letzten Dorf X trainieren, hier außerhalb Hannovers zum Beispiel, wo wir wohnen, in Goltern, das ist ein Dorf, da zum Beispiel oder sonst wo. Und du hast ja überall mittlerweile MMA-Gyms, du hast überall Cage-Walls stehen, du hast Cages, du hast Leute, die auf einmal wrestlen, du hast Jiu-Jitsu. Das waren ja früher Nischensportarten, das waren ja Sachen, das hat ja keiner gemacht. Es gab das klassische Karate, Thai-Boxen, Judo. Taekwondo und sowas. Genau, da genau, hatte jeder genau. Das Dorf ein Dojo, jetzt haben sie MMA-Gyms, so weißt du. Ja, ja, genau. Ja. Und das war halt noch nicht so populär. Als ich angefangen habe, mich mit MMA so richtig zu beschäftigen, da gab es noch so Ronnie Coleman, dann wer war noch, BJ Penn war da in seiner Prime und so. Das sagt wahrscheinlich viele noch nicht, die das Video gucken, die sagen, mal gehört, aber so. Und da war George St. Pierre noch am Start und sowas alles. Das sind halt alles Leute, jetzt, wenn du die heute siehst, an die erinnert sich kaum einer. Nur heute ist ja so, die jüngeren Leute oder so, wenn du sie siehst, auch in Deutschland, die sind ja überall gut, ob es im Grappling ist, ob es im Wrestling ist, Cagework ist, ob es im Boxen, im Striking ist. Du hast ja viele, viele Leute, die mittlerweile das Spiel verstanden haben, alles trainieren, weil sie es überall trainieren können. Und das war ja früher nicht gegeben. Du hast einen Background und damit hast du dich dann durchgeschlagen, mehr oder minder. Und jetzt kannst du ja immer trainieren und alles trainieren und die Leute sind ja jetzt vollwertige Athleten. Ich bin der Meinung, ein UFC-Athlet, der jetzt in der Top 50 ist, irgendwie auf Platz 50, würde alle aus der Top 3 vor 10 Jahren weghauen, bin ich dir ehrlich, allein rein technisch. Das ist einfach so. Das ist meine Meinung. Weil es hat sich so schnell und rasant entwickelt, das ist Wahnsinn. Das ist auch schön, dass die Leute begreifen, dass das nicht einfach ein stupider Idiotensport ist, sondern ein hochtechnischer Sport ist, wo man auch eine gewisse Kampfintelligenz braucht.
hat sich stark weiterentwickelt, ja, das stimmt. Also, Ja. das war ja der Ursprungs-Spirit, sage ich mal, von MMA, dass halt der Grappler gegen den Boxer kämpft. Heutzutage hast du immer noch diese Matchups und man sagt ja immer noch Styles make fights, aber So ist heutzutage es. musst du halt trotzdem überall was drauf haben. Nicht wie Klar, früher, 100%. wo ein Royce Gracie jeden rasiert hat, ohne dass er wirklich zuschlagen konnte. Der hatte halt nur sein Grappling. Heutzutage Genau. kommt man damit nicht mehr so weit. Jetzt haben wir am Wochenende, wir sind in der Fight Week, wir haben am Wochenende deinen Titelkampf. Das war auch so deine Ambition, oder? Freust du dich drauf? Quasi so ein Oh, Ziel? mega, mega. Ich bin richtig glücklich, dass ich nochmal im Herbst, im Winter dieser Karriere immer nochmal so eine Chance bekommen habe und das dann auch, sage ich mal, so gegen jemanden auch, sage ich so, wie dem Abeku, der ja schon lange im Geschäft ist, der ja auch viele Schlachten geschlagen hat, der auch stilistisch, finde ich, das auch ein schönes Matchup ist, der so mehr so ein Brawler-Striker ist, der auch gerne zulangt. Und ich glaube, das wird auch für die Leute einfach ein geiles Matchup, ja, weil wir sind beide ungefähr so eine Alterskategorie, er ist ein bisschen älter als ich und so. Dann können die Leute auch noch sehen, dass sich alte Männer auch noch hauen können und alte Männer auch diesen Sport noch auf einem guten Niveau betreiben können. Ja, und das ist halt ganz schön, dass du da nicht einen hast mit 22, dann meine Person und so, alt gegen jung, wie du es oft auch in der UFC hast oder so, wie jetzt zum Beispiel als Beispiel nur Ferguson gegen Pimblett zum Beispiel. Und wo man dann immer dann sagen könnte, wenn Pimlet gewinnt, ja, Ferguson eh alt, losing streak. Und dann, wenn Ferguson gewinnt, sagen sie zu Pimlet, ja, du hast gegen einen älteren Mann verloren und bla bla bla. Das ist ja immer dies Palaber. Wir sind ja beide ungefähr ein Alter, da gibt es dann kein irgendwie dies oder das. Das ist dann einfach wirklich auf Augenhöhe, auch auf Erfahrungshöhe. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das noch für mich geklappt hat und auch für den Abeku finde ich ganz nice. Nochmal Grüße raus an Sven und an Markus von der Wheel of MMA, dass sie es das klar gemacht haben und ich freue mich drauf. Und das wird auf jeden Fall eine geile Nummer werden am Wochenende, das verspreche ich. Das wird auf jeden Fall ein schöner Pace auch werden, weil wie gesagt, halbe Sache mache ich nicht. Ich werde direkt nach vorne gehen und werde da mein Ding durchziehen. Das wird da zu schmecken bekommen, leider. Nicht, dass du wieder ankündigst, du willst striken und dann wird auf den Du weißt doch, Takedown danach sage ich dir geshootet. einfach, na und, ich habe gelogen und jetzt lüge halt. Ich hab's mir aber gemerkt von da aus. Ich hab's mir Du gemerkt. alter Fuchs, du alter Ja, Fuchs, ich wusste, wenn dieser Tag heute kommt, dass du darauf wieder hinausgehst, ich schwör's dir. Ich konnte es schon ermalen, dass er das sagen wird. Also frag mich nicht nach meinem Gameplan. Mein Gameplan ist, wie sagt das unser Freund Hamza, Smash, das war's, ich meine, Smash. guck mal, es wäre auch langweilig, weil sonst wüssten wir ja, was passiert und müssten nicht mal einschalten. So ist So es, so bleibst du ist es. Überraschung, ne? So ist es, genau. Genau. Das ist es. Es ist wie eine Wundertüte. Ja? Es Ja. ist wie die Tür im Kalender. Du weißt nie, was drin Ja. ist an Weihnachten, im Weihnachtskalender. So ist es. Nein, wir werden es da krachen lassen. Ich weiß, dass er es krachen lassen wird, dass er meinen Kopf abschlagen will. Ich will seinen Kopf abschlagen. Und dann gucken wir, wer welchen Kopf abschlägt und wer den Kopf mit nach Hause nimmt. Das werden wir sehen. Daniel, ich habe mir sagen lassen, du wirst da nicht alleine kommen, ne? Also wird's dir Ja. was, wie viel bedeutet es dir jetzt auch, diesen Support zu sehen und du weißt, da kommen so viele Leute wegen dir, für dich, die sind da, um bei dir, wenn du reinläufst und vielleicht gewinnst und kämpfst, ausrasten. Was bedeutet das für dich? Das ist bedeutet, so ehrlich gesagt, bin ich jetzt ehrlich, das ist, bedeutet für mich die Welt, dass aus Hannover, ist ja nicht weit von Hamburg, wer Norddeutschland kennt, weiß es auch, es ist jetzt nicht so weit, aber es ist trotzdem eine Strecke und die Leute fahren extra für mich und kaufen teure Tickets. Teamkameraden, Schüler, die ich auch selber trainiere, bei uns im Gym, viele Leute, Bekannte, Freunde, Verwandte und so weiter. Und die extra für meine Person kommen, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Also wirklich, ich weiß das von Herzen zu schätzen. Hier nochmal wirklich an jeden, der mich gesponsert, unterstützt hat im Training, der sich ein Ticket gekauft hat, um mich in Action zu sehen. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und das berührt mich auch emotional, weil das ist eine schöne Sache, wenn man weiß, man kann da nicht so ein scheiß Mensch sein oder so ein Assi sein, sag ich mal so jetzt ganz salopp, dass Leute wirklich kommen und dich sehen wollen. Ja, und das ist eine schöne Sache. Und es sind wirklich über 110 Leute, die sich jetzt Tickets geholt haben für meine Person. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Die Wheel of MMA hat uns auch einen Block zur Verfügung gestellt. Da sitzt ein Großteil der Leute, die ich mitbringe.
Und das wird halt eine mega Stimmung. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, nagelt mich hier nicht fest, ist auf der gegenüberliegenden Seite vom Cage dann vom Abeco die Fankurve. Das wird geil werden. Also es wird richtig nice werden. Und die Barclay Arena ist eh eine super Halle, eine schöne Halle. Es ist immer gute Stimmung. Hamburg hat ein cooles MMA-Publikum. Das wird geil werden. Wir werden auf jeden Fall fetzen. Das wird richtig cool. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Du hast ja gerade gesagt, das kommen Schüler von dir. Das heißt, du bist auch Coach in Hannover. Ja, genau. Wie sieht so dein Alltag aus, wenn du coachst, aber gleichzeitig auch eine Wettkampfvorbereitung hast? Wie schaffst du es? Ich meine, kommst du überhaupt noch aus dem Gym raus? Oder hast du schon eine Matratze dort aufgestellt, damit du dort übernachten kannst? Ja, ja. Das wird mir immer nachgesagt, ob ich hier schlafe und übernachte im Gym. Das ist tatsächlich echt? So. Ja, ja, ohne Scheiß. Wir haben tatsächlich eine Räumlichkeit bei uns, wo dann auch manchmal Kämpfer aus dem Ausland kommen, die dann bei uns übernachten. Wir haben auch einige A-Klasse Kickboxer, Thai-Boxer bei Glory oder von Championship-Kämpfen und genau, die pendeln da auch in dem Gym und ja, manchmal ist es so, ich gehe sehr früh morgens trainieren, weil ich bin auch ehrlich, das ist auch dem Alter geschuldet, wo ich noch jünger war, konntest du halt mal um 10, 11 trainieren, dann bist du wieder um 18 Uhr trainieren, kein Thema. Jetzt ist es halt so, ich habe schon immer um 8 trainiert, 8:30, da hatte ich meine 12 Stunden Rest und dann habe ich dann Unterricht gegeben, zum Beispiel eine Stunde, anderthalb und danach habe ich dann wieder trainiert mit meinen Trainingspartnern, mit meinen Trainern. Und so haben wir es gehandhabt. Das waren immer meistens 6 Tage die Woche, teilweise mit 2 Einheiten am Tag. Also Minimum 4 Tage die Woche Doppeleinheiten, also morgens und abends. Und das waren teilweise manchmal 4 Stunden Training am Tag. Dann noch 2 bis 3 Mal die Woche unterrichten, eine Stunde, anderthalb. Also es war schon knackig. Dann habe ich noch einen Sohn, um den muss ich mich noch kümmern, einen Hund. Und das war schon, ist schon alles immer viel in so einer Vorbereitung über 2, 3 Monate. Aber man hat ja irgendwie seine Leidenschaft, seine Passion da drin. Und man geht ja nicht zu etwas hin, oh, jetzt muss ich da hin, oh, kein Bock. Das ist ja wirklich, man geht da mit voller Vorfreude hin. Ne? Und das ist das Ding. Und es ist auch schön, und wenn man das Ergebnis sieht, die Cardio wird immer besser, seine Skills verbessern sich, man hat neue Skills gelernt. Es macht Spaß, es macht Bock, das muss ich euch nicht erzählen. Jeder, der den MMA-Sport betreibt, weiß das auch. Und ja, es ist einfach, es ist wirklich eine Passion, eine Leidenschaft, die man mit Herz macht und nicht irgendwie als Bürde oder Verantwortung sieht und sagt, oh, jetzt muss ich aber dahin. Nein, absolut nicht. Aber es wird oft zu mir gesagt, auch die Besitzerin, die vom Lee Gym, die Frau Alina, hallo, die hat immer gesagt, wohnst du hier, schläfst du hier, wo pennst du hier, weil die mich da auch immer gesehen haben alle. Und ich war da wirklich, also teilweise wirklich gefühlt 24/7, also. Aber ich bin auch froh, dass wir am Ende sind, dass wir in der Fight Week sind. Jetzt geht's gerade runter. Jetzt wird bis Mittwoch noch ein bisschen gearbeitet. Locker lässig, paar taktische Sachen. Und dann sind wir durch. Dann heißt es nur noch, sich aufs Gewicht konzentrieren. Und dann ist Samstag Payday, Game Day. Wie ist das eigentlich mit dem Gewicht machen? We Love hat ja eine Sache, die finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und zwar, da hackt man sich nicht ein halbes Bein ab, um 10 Kilo leichter auf die Waage zu kommen, sondern Waage ist gleichzeitig am Fight Day. Genau. Wie viel Gewicht schaffst du es trotzdem da zu machen? Weil du, also du kannst ja nicht so knochentrocken darauf kommen. Nein. Weil du halt nur wenige Stunden hast zum Rehydrieren, wenn du dich überhaupt abkochst. Richtig. Wie sieht denn das so aus? Tatsächlich mache ich das so. In der Fight Week habe ich dann immer 3 bis 4 Kilo plus noch. Die droppe ich dann langsam runter ab Dienstag, Mittwoch, dass ich dann abends zur Kampfzeit, das mache ich immer abends zur Kampfzeit, gehe ich laufen. Das heißt, ich gehe dann joggen mit einem Schwitzanzug oder halt ein bisschen mehr Kleidung rüber, laufe dann auch ein moderates Tempo, kein schweres, und versuche dann nochmal 2 Kilo übers Laufen zu verlieren. Dann am Freitagabend oder halt Samstag früh, je nachdem, wo ich bin, wenn ich jetzt schon Samstag Freitag ins Hotel gehe nach Hamburg, mache ich das Samstag früh, ist um 10, gehe ich dann in heiße Salzbäder und verliere dann nochmal 1,5 bis 2 Kilo, weil rein vom Körper her kannst du so rechnen, wenn du 2,5% deines Körpergewichts an Flüssigkeit verlierst und die schnell wieder reinholst, dann hast du keinen Effekt auf deine Leistung. Das ist einfach so von der Sporthochschule Köln nochmal ausgerechnet worden, für Olympioniken, die Gewicht machen müssen wie Ringer, Judoka, Taekwondo, Karateka, Boxer. Und das wäre jetzt in meinem Fall, wenn ich jetzt rumlaufe, sagen wir mal mit 80 Kilo als Beispiel, da sind 2%, 1,6. Ja, dann nochmal das 5, dann sind wir genau bei 2 Kilo. Also von daher kannst du es dann ohne Kopfschmerzen machen. So, natürlich, was die Jungs, Mädels bei den großen Verbänden machen, den großen Ligen weltweit, ist natürlich, da reden wir von 7 Kilo Wasser, ne, was dann über 2 Tage macht oder verliert. Das ist natürlich dann auch schon Hardcore-Arbeit für den Körper.
Aber wenn du natürlich 36 Stunden teilweise hast zum Rehydrieren, kannst du natürlich viel mehr Gewicht machen. Wie du schon sagst, Knochen trocken auf die Waage kommen, sehen aus teilweise wie der lebende Tod. Aber wir wissen ja auch, dass Leute wie einer der bekanntesten Beispiele, Khabib Nurmagomedov, auch da schon zwei, dreimal fast draufgegangen sind, ne? Und ja, das ist natürlich auch dann gefährlich, ne? Und da bin ich natürlich auch bei der Wheel of MMA vom Mindset auch mit dabei, dass man sagt, man möchte das nicht und man unterstützt das auch nicht richtig. Was eigentlich auch richtig ist, natürlich würden wir uns bestimmt auch alle wünschen, oder die meisten, die dort kämpfen in der Organisation, dass man Freitag einwiegen könnte. Dann könnte man noch ein bisschen mehr am Gewicht schrauben. Aber für mich ist das so okay. Also ich nehme meine Kraft dann auch mit und meinen Saft auch mit. Und deswegen ist das für mich vollkommen okay. Ich habe damit kein Problem. Geil. Daniel, dann würde ich sagen, danke für deine 15 Minuten Zeit und ich erwarte keine Prognose zum Schluss, denn wir wissen ja, wie das Nein. ausgeht, Wer weiß, ich lüge gern mal hier, ne? Deswegen, Nein, nein, Leute, nein, ich nein, bin kein nicht. Lügner, aber hier habe ich gelogen die letzten Nein, nein, Male. Also. guck mal. Wie gesagt, du lügst nicht, sondern du sorgst für positive Überraschungen und das So ist ist doch eine es. geile Sache, ja. Danke. Vielen, vielen Dank. Und dann Vielen, sitzt vielen man und Dank. dann sitzt man da vor Fernseher und dann denkt sich, dieser Schlawiner, dieser Fuchs, ja. Ja, so ist das. Ich Genauso und nicht fühle dann anders. auch immer so ein bisschen, aber auch mit dem Gegner, weil ich mir dachte, Mann, der hat gesehen, hier gibt's heute kein Wrestling, hat sich auf eine Ballerei gefreut und dann, Dann gab it es doch was a wieder piss Wrestling. moment. Ja, genau. Ja, so ist Geil. das, genau Daniel, so. Samstag läuft Ja. dein Fight, dein Titelkampf und deshalb deine Schlussworte nochmal für deine Zuschauer und für alle, die dieses Interview hören. Die Bühne zum Abschluss gehört dir. Wie schon erwähnt vom Carsten, ich bin dankbar, dass so viele Leute Samstag für mich kommen. Ich danke euch allen, dass ihr kommt. Ich werde auf jeden Fall mit dem Abeko, das verspreche ich euch in beider Namen. Das kann ich euch auch versprechen in beider Namen. Wir werden ein Feuerwerk abbrennen. Wir werden da richtig die Fäuste, die Beine, alles fliegen lassen. Wir werden uns da richtig fetzen. Wir werden euch einen richtigen MMA-Kampf liefern. Kommt alle, schaltet ein bei Bild Plus, bei Bild. Kommt in die Barclay, wenn es noch Tickets gibt. Holt euch die Resttickets, kommt dahin. Da wird richtig Feierabend gemacht. Auch die anderen Kämpfer auf der Karte sind mega gut. Paar gute Jungs aus Hannover sind da. Tobi Eilitz ist da, auch Superman. Und aus Frankfurt und so weiter. Kommt hin, genießt diese Show und wie gesagt, wartet auf das Main Event. Ich schwöre es euch, ihr werdet es nicht bereuen, bis zum Schluss in der Halle zu sitzen. Wir werden da richtig die Fäuste fliegen lassen. Wir lassen uns knallen, Leute. Also, Us, kommt vorbei.